Ja, unser Geschäftsführer Sport, Max Eberl, ist bei uns. Max, noch einmal herzlich willkommen in Leipzig, herzlich willkommen bei RB Leipzig. Erzähl uns doch kurz, du bist jetzt gut eine Woche hier. Wie waren deine ersten Eindrücke? Wie hast du die Zeit so verbracht? Vielen Dank fürs Willkommen heißen und genauso herzlich, wie du es anmoderiert hast, so war es auch tatsächlich. Also ich bin jetzt 8 Tage hier und muss sagen, dass ich unfassbar tolle Menschen kennenlernen durfte, viele Menschen kennenlernen durfte. Ich bin dabei, noch die Namen zu merken. Ja. Der darf reinkommen, oder? Herzlich willkommen im Verein. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Schöne Reise, ne? Wir telefonieren, ne? Sehr gerne, sehr gerne. Wenn irgendwas ist, mein Handy ist aus. Ciao. Schön, mach's gut. Guck, du so in den Flieger reinkommst gleich. Aber tatsächlich fühle ich mich unglaublich wohl. Ich bin unglaublich herzlich willkommen worden. Klar, auch vom ersten Tag mit viel Input überrollt worden, den ich kennenlernen möchte, den ich auch kennenlernen muss, um einfach einen guten Job zu machen. Habe auch schon ein Stück weit die Stadt ein wenig kennenlernen dürfen in der Zeit, wenn ich mal eben nicht hier im Stadion war oder in der Akademie war. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gut angekommen in Leipzig. Für dich eine neue Herausforderung hier. Erzähl uns noch mal kurz, warum hast du dich für RB Leipzig entschieden? Und vielleicht auch schon mit Blick auf die ersten Tage, wurde der Eindruck schon bestätigt? Ich hab mich für RB Leipzig entschieden, weil es ein Verein ist, der unglaubliches Potenzial hat, der unglaublich innovativ ist, der mit einer großartigen Mannschaft versehen ist, auf dem Platz, aber auch eine großartige Mannschaft neben dem Platz. Ja, und die Möglichkeit, eben auch sehr erfolgreich arbeiten zu können. Und diese Rahmenbedingungen haben mich dazu geführt, dass ich sage, okay, ich will in diesem Club arbeiten, ich will meinen Input hier dazugeben. Und tatsächlich ist es so, dass die ersten Tage das eindrucksvoll bestätigt haben. Ich bin mit sehr, sehr vielen Informationen, wie gerade schon angesprochen, konfrontiert worden, mit neuen Abläufen, mit neuen Strukturen, versucht das für mich aufzusaugen, versuche auch davon zu lernen, versucht zeitgleich meine Ideen, meine Vision ein Stück weit auch langsam einfließen zu lassen. Was für ein Typ ist Max Eberl? Auf was können wir uns da freuen? Also ich glaube, alle, die Fußballfans sind, werden mich ein Stück weit schon kennen und tatsächlich so, wie ich rüberkomme, so bin ich auch. Also ich glaube, dass ich ein sehr, sehr zugänglicher Typ bin, dass ich sehr extrem Vertrauen schätze, dass ich Spaß haben möchte in der ganzen Sache, bei aller Ernsthaftigkeit, die wir haben, dass ich doch aber sehr, sehr klar bin, sehr, sehr strukturiert bin, genau weiß, was ich will, auf dem Platz dann auch mal emotionaler sein kann, immer um die Sache fighten, den größtmöglichen Erfolg für meinen Verein zu generieren. Und ich glaube, diese Authentizität, die ich dann ein Stück weit eben zeige, die bin ich auch. Also ich bin, wie gesagt, für jeden auch immer da. Das habe ich auch gesagt, mein Büro ist für jeden offen. Jeder kann, der ein Problem hat, zu mir kommen. Da versuche ich dann auch zu helfen, zu unterstützen. Einfach in der Gesamtheit den Menschen im Vordergrund zu haben und parallel mit den Menschen zusammen einen geilen, erfolgreichen Weg zu gehen. Der Mensch im Vordergrund ist sicherlich ein gutes Stichwort. Wenn wir nochmal die paar Monate zurückschauen, Anfang des Jahres hast du ja den Profifußball erstmal leb wohl gesagt, ein Stück weit. Ganz klar gesagt, du brauchst einfach mal eine Pause, Abstand. Was hast du in den vergangenen Monaten so gelernt, auch so mit Blick auf Work-Life-Balance? Denn man muss ja ganz klar sagen, der Job hier ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung. Absolut. Ich hab diesen Schritt gewählt und auch ganz bewusst gewählt. Und ich glaube, oder ich denke auch, dass es für mich als Mensch extrem wichtig war, diesen Schritt zu gehen, so schmerzhaft er für Beteiligte war. Aber er war einfach für mich, als wenn ich jetzt etwas egoistisch denke und am langen Ende muss ich im Spiegel mir gucken und muss für mich klarkommen, war es der einzig richtige Schritt. Ich habe sehr, sehr viel über mich auch gelernt. Ich habe natürlich angefangen, mal ein paar Dinge zu reflektieren. Ich war 23 Jahre bei einem Verein. Ich habe 23 Jahre quasi nahtlos Stufen erklommen, vom Spieler über Jugenddirektor, über Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, dann bei meinem alten Arbeitgeber und habe im Grunde nie eine Zeit gehabt, mal zu reflektieren, mal zu fühlen, was passiert da alles. Und dementsprechend ist dann irgendwann eben das Fass auf voll gewesen. Und das eben für mich zu reglementieren, das zu verstehen, viele, viele wichtige Erkenntnisse über mich als Mensch gewonnen zu haben. Und jetzt kommt dieser große zweite Schritt, diese wichtigen Erkenntnisse und großartigen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, auch in die Praxis umzusetzen, in die Praxis überzunehmen. Tatsächlich gab es ein paar Punkte, wie ich mich jetzt auch ein Stück weit schützen möchte. Ich möchte, dass Menschen um mich herum auf mich aufpassen. Das haben sie vorher schon getan, aber ich habe es nicht zugelassen. Also mein Learning war, wenn es mir nicht gut geht, den Menschen auch die Chance zu geben, ihnen das mitzuteilen, damit sie mich unterstützen können. Es gibt ein paar Dinge natürlich, was Ernährung betrifft. Es gibt ein paar Dinge, Sport zu machen, auch wenn mir das schwer gefallen ist an der einen oder anderen Stelle, aber auch das ist ein Punkt, einfach mal den Kopf freier zu bekommen. Damit sage ich jetzt nichts Neues und Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen auch, ja gut, das sind alte Kamellen, ja, aber ich muss es tatsächlich wirklich lernen. Für mich war es ein Learning, ein Prozess, den ich durchwandert bin und jetzt zeigt sich es aber in meinem tagtäglichen Tun,
dass ich das auch berücksichtige. Und die ersten Tage waren sehr, sehr intensiv. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch mal einen Schritt rausgehen. Deswegen auch dann dieser Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, wirklich bewusst wegzugehen, Telefon wegzulassen. Du hast erwähnt, dass du bereits sehr, sehr viele Stationen nach deiner aktiven Spielerkarriere durchlebt hast. Wichtiger war die Nachwuchskoordination bei Borussia Mönchengladbach. Ist das Thema Nachwuchs jetzt auch was, wo du sagst, da möchte ich einen sehr großen Fokus drauf legen? Und wenn ja, wie wird das konkret aussehen? Es ist so, dass dieser Nachwuchs natürlich mir sehr ins Herzen gewachsen ist, weil ich habe diesen ersten Schritt da genießen dürfen. Ich selber durfte damals die Nachwuchsabteilung bei Bayern München durchlaufen, habe da sehr viel lernen dürfen, mitbekommen dürfen. Es ist schon etwas länger her, ich weiß, aber gerade bei Gladbach habe ich eben diese ersten Schritte gemacht und habe halt gemerkt, wie extrem wichtig diese Nachwuchsarbeit für einen Verein ist, aber auch für eine Region ist. Und genauso würde ich es hier sehen oder möchte ich es hier sehen. Die Nachwuchsabteilung wird komplett bei mir hängen. Da möchte ich mich intensiv reintauchen, da möchte ich mich intensiv reinarbeiten. Möchte jetzt gerade so ein bisschen Strukturen kennenlernen, durfte schon die ersten Gespräche führen. Und bin auch sehr dankbar um diesen Input, den ich bekomme. Und ich glaube, dass ich da schon eine Menge unterstützen kann, damit wir das auch schaffen, was wir uns vorstellen, dass wir nicht Spieler generieren für die erste Mannschaft, dass wir Spieler entwickeln können für die erste Mannschaft, die mit uns dann großartige Erfolge feiern können. Erste Mannschaft, das ist wahrscheinlich das spannendste Thema, was sich alle direkt fragen. War auf der Pressekonferenz natürlich auch ein großes Thema. Du hast von der großen Qualität gesprochen. Gib uns noch mal eine kurze Einschätzung. Was hältst du von unserem Kader? Und natürlich jetzt auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Das Wintertransferfenster öffnet sich bald. Gibt es da schon erste To-Dos oder wie sehen deine Aufgaben da aus? Also fairerweise, als ich den Kader habe ich ja die ganze Zeit verfolgt, aber dann so, wenn man sich beschäftigt hat, dann gibt es eigentlich nur ein Wort: Wow. Was ein geiler Kader. Also es ist wirklich ein großartiger Kader, den wir haben. Tolle Spieler, eine spannende Mischung zwischen Spielern, die schon von der dritten Liga mit aufgestiegen, zweite Liga, erste Liga. Dann ambitionierte Spieler, internationale Spieler auf Top-Niveau. Mit Hugo, einen Spieler, der aus der Akademie auch im Profikader dabei ist. Also ich muss sagen, was den Kader betrifft, bin ich total begeistert. Ohne, dass ich jetzt zu sehr loben möchte, weil sie müssen noch gegen Bayern München gewinnen am 20. Januar. Und natürlich gibt es ein paar Dudu. Wir haben mit Moussa Makan verlängert. Tolle Vorarbeit von Florian Scholz, Felix Krüger, Olli Minzlaff, die diese Verlängerung ja angestrebt haben oder erzielt haben. Ich durfte dann unterzeichnen, was mich sehr gefreut hat, weil Moussa Makan auch ein Spieler war, den ich gerne nach Gladbach geholt hätte, aber einfach nicht möglich war. Es gibt dann noch eben darüber hinaus Spieler, die 24 auslaufen. Aber das sind so Themen, die ich mich jetzt quasi im Januar so richtig reinfuchsen werde. Jetzt möchte ich einfach so alles fühlen, alles kennenlernen und dann für mich wirklich meine To-Do-Liste aufzustellen, was die Aufgaben sind. Als Führungsposition der Mannschaft gibt es ja den Coach Marco Rose, ist eben hier schon kurz reingeplatzt. Ihr kennt euch schon seit mehreren Jahren, habt eng zusammengearbeitet. Wie war das erste Zusammentreffen wieder hier in Leipzig und worauf freust du dich, worauf dürfen wir uns auch freuen mit euch als Team gemeinsam? Tatsächlich habe ich mich sehr, sehr gefreut, Marco dann hier zu wissen. Er ist Leipziger, was soll ich noch mehr dazu sagen, ich als Außenstehender. Also wirklich eine perfekte Situation, wie ich finde. Ein Trainer, der sehr, sehr ambitioniert ist, ein Trainer, der total zielorientiert ist, erfolgsorientiert ist und damit trifft er auf einen Sportdirektor, der das Gleiche im Kopf hat. Wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung miteinander. Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut, weil wir natürlich auch ein paar Jahre zusammengearbeitet haben. Wir haben schon auch das ein oder andere erlebt zusammen. Thema dann anderer Entscheid von ihm, Gladbach zu verlassen, nach Dortmund zu gehen. Aber auch da ist nie irgendwo was hängen geblieben. Im Gegenteil, es hat unsere Freundschaft, unsere Beziehung echt intensiviert, was die eine Seite betrifft. Aber die andere Seite, und da kann sich jeder sicher sein, ist es Job. Und da fighten wir um Positionen, da fighten wir um Spieler, da fighten wir um, wie können wir vorgehen. Einfach gute, konstruktive Gespräche, um einfach für RB Leipzig den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und wir sind, glaube ich, beide sehr emotional. Die Menschen kennen Marco schon als Trainer von RB Leipzig. Sie kennen mich noch nicht als Sportdirektor oder als Geschäftsführer Sportfilm von RB Leipzig. Aber die Emotionalität spielt bei uns beiden schon eine große Rolle. Und Marco ist jetzt soeben in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub aufgebrochen. Wie sieht es bei dir aus in den nächsten Wochen? Wie feierst du Weihnachten? Kannst du dir eine kleine Auszeit gönnen, trotz der vielen Aufgaben, die natürlich jetzt anstehen? Learning, dass ich mir die Zeit nehme, eben auch Weihnachten dann so zu genießen, wie es sein muss. Klar, ich möchte jetzt noch die nächsten Tage sehr viel kennenlernen. Wir haben noch eine Reise in den Süden Deutschlands mit der Belegschaft, mit dem Managementteam von RB Leipzig. Da lerne ich nochmal die Leute noch mal intensiver kennen. Ich habe schon das eine oder andere Gespräch mit Beratern natürlich auch. Und dann versuche ich aber wirklich die Tage vor Weihnachten dann auch ein bisschen runterzufahren. Wie gesagt, wir haben keine großen Themen in unserem Kader. Wir überlegen vielleicht eine kleine Leihe zu machen.
Aber ansonsten wird der Kader keine Veränderung passieren. Und dann geht quasi im Januar im Trainingslager dann intensiv, dann den gesamten Kader kennenzulernen, weil die WM-Spiele habe ich noch nicht kennenlernen dürfen, weil sie eben schon weg waren, als ich kam. Dann beginnt dieses intensive Kennenlernen, das intensive Sehen der Arbeit, die Staff zu fühlen, wenn sie arbeiten. Aber wie gesagt, Weihnachten werde ich ganz in Ruhe feiern. Klingt sehr gut und das ist Learning auch für mich. Wir hören jetzt auf, über Sport zu reden und über Arbeit. Wir bedanken uns bei dir, Max, freuen uns, dass du hier bist und wünschen dir weiterhin einen guten Start. Vielen, vielen Dank und ich wünsche allen schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank.